Dieses Bild, Ödigheim, nimm weiter Gestalt an. Wir haben einen Künstlerkreis. Die Verwaltung, die Gemeinde hat einfach mal einen Aufruf gestartet und hat die Künstlerinnen und Künstler des Ortes eingeladen zum Umtrunk, sich auszutauschen, sich kennenzulernen. Ich habe gewusst, es gibt viele. Und letztlich hat sich nun ein Künstlerkreis gebildet, völlig formlos. Wir waren eng zusammenhalten. Und heute dürfen wir gemeinsam die Ausstellung eröffnen. Und gebe ich gerne weiter an den Herrn Volker Kirst, unseren Sprecher des Künstlerkreises. Meine Damen und Herren, Herr Kiefer, herzlichen Dank für die Einladung, was sagen zu dürfen. Wir waren zusammengekommen, haben uns zusammengefunden und haben gesagt, im Rahmen des Ödigheim soll schöner werden, können wir auch einiges tun. Der Ideengeber war eigentlich unser Sigmund Wild, einer der ältesten Maler, unser Doyen im Künstlerkreis. Das ist keine elitäre Gruppe, die jetzt meint, sich selbst verwirklichen zu müssen. Ganz im Gegenteil. Immerhin haben sich 21 Künstler aus dem Kreis von 35 beteiligt an dieser Ausstellung. Und ich denke, die Ausstellung ist auch eine Bereicherung für Ödigheim und hilft dazu, Ödigheim noch schöner und bekannter zu machen. Und jetzt, Herr Bürgermeister, schlage ich vor, dass wir die Stelen dort hinten eröffnen, also freilegen und der Gemeinde übergeben. Die nächste auch noch. Jede Stele ist anders und daran sehen Sie auch die Individualität der Künstler. Hier wurde kein Gesetz vorgegeben, das muss so oder so sein, sondern der Sigmund stand nur dabei und hat immer den Kopf geschüttelt. Die Köpfe sind alles Werke von unserem Doyen, von Sigmund Wild. Er hat alle Köpfe gemacht. Wir haben sie ein bisschen gestaltet, noch in den Farben zu den einzelnen Stelen dazu. Stele von der Frau Feucher, das ist ein Gender-Man. Wir haben alles Mögliche verarbeitet. Wir haben beispielsweise da oben so eine alte Bürste draufgeschraubt, die dann die Epaulette darstellt. Dann die aufgesetzten Knöpfe. Das ist jetzt unser Geschenk an die Gemeinde. Ödigheim soll schöner werden. Oder um es mit Trump zu sagen, Etje first. Thank you.
Sehr gut.